Im Jahre 2008 wurde in Ottensen ein Laden gegründet, der sich nicht nur als Markt versteht, sondern auch als Mitgliedsladen. Der Name des Geschäfts ist Warenwirtschaften und er folgt einem Prinzip, das dafür sorgt, dass Ökoprodukte zum einen transparent gehandhabt werden und zum anderen zum Einkaufspreis erstanden werden können. Ermöglicht wird dies durch das Zahlen von monatlichen Mitgliedsbeiträgen. 650 Mitglieder gibt es bereits und nach 5 Jahren gemeinsamen Wirtschaftens hat man sich dort auch schon recht gut kennengelernt. Denn Warenwirtschaften ist zu einem wirklich beliebten Treffpunkt geworden, nicht zuletzt durch das hauseigene kleine Café. Vor 5 Jahren haben 5 Freunde im Hamburger Stadtteil Ottensen eine Idee aus Studienzeiten verwirklicht und ein ganz besonderes Konzept des Einkaufens nach Hamburg gebracht. Es ist nicht so, dass wir das Konzept erfunden hätten. Also das Prinzip Mitgliedsladen gibt es in allen anderen Städten. Natürlich nicht in allen anderen Städten, aber in Berlin gibt es das in riesengroß, in Bremen, Kiel, Marburg, bloß in Hamburg bisher noch nicht. Das hat uns so ein bisschen stutzig gemacht. Es konnte uns auch niemand sagen, wieso es das hier nicht gab. Einerseits kann man hier ganz normal einkaufen, wie in jedem Bioladen auch, und bezahlt dann die ganz normalen Preise, die man so kennt. Und dann gibt es andererseits die Chance, Mitglied zu werden. Heißt, man zahlt pro Person im Haushalt im Monat 19 Euro und hat dann die Chance, die ganzen Produkte zu günstigeren Preisen einzukaufen. Um den CO2-Fußabdruck gering zu halten und gleichzeitig regionale Kleinbauern zu unterstützen, werden nur wenige Produkte aus Übersee importiert. 3-mal in der Woche wird Obst, Gemüse und Brot von der Hofgemeinschaft Abshof bei Buxtehude geliefert. Hergestellt nach strengen Regeln. Die Bedingungen sind, dass wir keine Chemie benutzen, dass wir Viehzucht haben, weil in der biodynamischen Landwirtschaft nur über Mist gedüngt wird. Wir sind natürlich interessiert daran, dass ein Konzept wie Warenwirtschaft sich weiterentwickeln kann, weil das ja auch in unserem Interesse liegt, eben halt einen verlässlichen Handelspartner zu haben. Bei einer überschaubaren Mitgliederzahl schließt man schnell Bekanntschaften. Das kleine Café im Laden ist zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Ich finde das super, weil das nicht so anonymes Einkaufen ist, weil man hier hingeht und die 5 kennt, die das machen, und dann hat man so ein Gefühl, man geht zu Freunden, kauft da ein, redet immer ein bisschen. Das ist irgendwie schöner, als an der Kasse zu stehen. Das hat mich immer so gestresst, der Einkauf. Und hier ist es einfach auch verbunden mit einem Kaffee trinken und zwischendurch erledigt man den Einkauf. 4 der Gründer waren zu ihrer Studienzeit Mitglieder eines Kollektivladens in Marburg. Die Idee war geboren und Jahre später sagten sie ihren Berufen Ade und schlossen sich wieder zusammen. Die Anfangsmotivation war sicherlich ein Zwischending zwischen Spaß und die Welt retten wollen. In erster Linie war es ein Glauben an die besseren Produkte und an das, was hinter der Sache Bio und biologischem Anbau steht. Wie geht der Mensch mit der Erde um? Wie nachhaltig ist das Ganze? Was hat das für Konsequenzen? Das verändert vielleicht, und das ist natürlich auch ein bisschen unsere Hoffnung, ein bisschen was im Bewusstsein der Menschen, ja, dass ihnen bewusster wird, wo kommt eigentlich das Essen her, was wir so Tag für Tag auf unserem Tisch haben. Das Vierkornbrot ging ja auch noch. Korn an Korn ist schon wieder sehr schwer so. Ja. Das Konzept des Kollektivladens findet in Deutschland immer mehr Zulauf. Die Warenwirtschaft möchte jedoch nicht mehr wachsen. Mit 650 Mitgliedern hat der Laden seine selbst auferlegte Grenze erreicht. Transparenz in den Abläufen und die gemütliche Atmosphäre, das ist dem Kollektiv wichtig und soll unbedingt erhalten bleiben.